Guten Morgen! Wir haben heute einiges vor, weil wir hatten überlegt, wir stehen ja jetzt direkt vor Kalamata, vor der Stadt und wollten uns Kalamata auf jeden Fall anschauen. Ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir vielleicht auch erst morgen hinfahren, weil wir dann hier noch so ein bisschen was erledigen können im Van, sauber machen, aufräumen, den ganzen Kram. Aber jetzt soll es morgen regnen, ziemlich wahrscheinlich den ganzen Tag. Und deswegen fahren wir jetzt heute. Vorher wollen wir noch zu einer Wäscherei fahren, die da auf dem Weg liegt. Also es sind halt ein paar Minuten von hier und davor liegt halt eine Wäscherei, die wir gefunden haben. Da wollen wir eine Maschine aufsetzen, die wir dann abends wieder abholen. Wir haben jetzt schon 9 Uhr, glaube ich. Und ich wollte jetzt noch Sport machen kurz. Wir stehen hier... Es gibt vegane Donuts in Kalamata. Oh Gott. Wir stehen hier an einer Straße... So einer Strandstraße, quasi ein ganz, ganz langer Strand am Golf von Kalamata. Und da haben wir uns gestern Abend im Dunkeln noch hingestellt. Ich gehe jetzt mal raus und schau mal, wo ich meine Matte hinlegen kann. An sich ist es hier recht ruhig und friedlich gewesen, also war eigentlich super zum Schlafen. Ja, hier stehen halt alle 100 Meter, würde ich sagen, steht mal ein Camper. Und ja, jetzt gehe ich raus, mache Sport. Wie gesagt, wir haben noch einiges vor. Wir wissen ja auch nicht, wann die ganzen Sachen zumachen in Kalamata. Wir sehen uns dann später, wenn es losgeht. Wir haben jetzt auf dem Weg zur Wäscherei spontan noch eine Wasserstelle gefunden. Und hier ist der Hahn. Da ist unser Wasserfilter, der quasi alle Bakterien oder Viren oder sowas rausfiltert. Und dann führt einmal unser Schlauch. Zum Wassertank. Perfekte Wasserstelle mit Gewinde. Wir haben uns jetzt einen, bevor alles zumacht, weil von 2 bis 5 sind hier alle Schotten dicht, alles wird zugemacht. Es war natürlich perfekt um 1:30 oder sowas hier angekommen, aber ist nicht so schlimm. Wir haben uns jetzt gerade noch schnell, bevor es zumacht,
einen griechischen Kaffee geholt, einen nur, sehr hell geröstet, also perfekt eigentlich für uns. Da wird quasi einfach nur Kaffeepulver in so ein Gefäß gemacht und dann aufgekocht mit heißem Wasser und dann bildet sich so eine richtig dicke Cremaschicht. Ich habe leider mich nicht getraut, die Kamera gerade anzumachen, aber es sah sehr cool aus. So eine richtig dicke Cremaschicht und das wird dann einfach nur umgeschüttet, quasi ohne Filter. Also es wird nicht gefiltert. Mir ist nämlich gerade eingefallen, warum der gesagt hat, weder Filter noch Espresso. Er meinte nur die Zubereitungsart, weil Greek Coffee wird ja nicht gefiltert. Genau. Aber ich meinte die Bohnenart, die Röstung. Ja, aber es ist ja, dass man ja überhaupt den Filter und Espresso einteilt. Man kann ja auch einfach in dunkel und hell einteilen. Ja, also der Kaffee wurde auf jeden Fall nicht gefiltert. Das heißt, er hat gesagt, wenn man merkt, dass da, wie nennt sich das, Pulver. Kaffeesatz kommt, soll man aufhören zu trinken und der bleibt dann einfach unten im Becher. Ja. Genau, und jetzt... wenn wir mal probieren, was griechischer Kaffee so kann. Oh Gott, riecht der stark. Vor allen Dingen ist es ja auch ohne Milch und alles, ne? Oh Scheiße, hast du ganz viel Satz im Mund. Ja. Ich habe noch nie so etwas getrunken. Es ist ganz anders als erwartet, aber jetzt nicht schlecht. Es ist nur anders als erwartet. Schmeckt nicht nach heller Röstung? Doch, das ist schon eher in die Richtung heller Röstung. Aber schmeckt sehr dick wahrscheinlich, ne? Es ist halt so, du hast halt nicht dieses gefilterte Mundgefühl. Sondern es ist dick. Du hast, direkt, du hast schon Kaffee auf dem Zunge. Okay, dann probiere ich jetzt auch mal. Okay, Greek Coffee. Also man schmeckt definitiv dieses Saure von der Kaffeekirsche, was bei hellen Röstungen ja ganz oft der Fall ist. Das schmeckt man sehr stark, aber es ist ein ganz komischer Beigeschmack. Den kann ich noch nicht ganz zuordnen. Schmeckt ein bisschen nach Ciabatta. Braunes Getreide. Nein! Wie eine verbrannte Brotkruste schmeckt es. Also wie das, was man lecker findet bei so einem Krustenbrot, was aber bitter ist, was so ein bisschen verbrannt schmeckt. Genau dieser Beigeschmack ist dabei. Mhm. Sehr stark, aber nicht schlecht. Also ich würde sowas eher wählen als so ein Filterkaffee bei Oma. Ja, gut. Weil es nicht dieses krasse, verbrannte Nikotinding hat, sondern eher so Krustenbrot verbrannt halt. Ja. Kannst du ja mal zeigen, wie das ausschaut. Ja. Ich finde es mit jedem Schluck besser, muss ich sagen. Ja. Aber es ist schon sehr getreidig irgendwie. Sehr brotig. Wir sind back in Olaf. Es hat genau auf die Sekunde gerade, als wir ins Auto gestiegen sind, angefangen zu regnen. Witzig, weil jetzt geht's richtig los, glaube ich. Wir hatten die ganze Zeit immer nur so ab und zu ein paar Dröppel. Haben natürlich Kalamata-Oliven zum Mitbringen gekauft. Das war auf jeden Fall ein Muss. Auch wenn es hier schon es ist natürlich sehr auf Touristen ausgelegt, wo man dann immer so ein bisschen überlegt, wie wahr ist das wirklich alles, was die so einem erzählen. Aber trotzdem sind es Kalamata-Oliven aus Kalamata
Und ja, da haben wir uns jetzt ein bisschen eingedeckt für zu Hause. Und sind jetzt tatsächlich, wollten eigentlich nur kurz zum Auto, um zu gucken, ob alles gut ist. Wegen Einbrechen und so haben wir hier ein bisschen Angst, aber es hat alles gut geklappt. Man muss dazu sagen, dass bei Leuten eingebrochen wurde hier, also über die wir über Dritte Kontakt hatten. Ja, und wir es auch schon oft gelesen haben auf Parkwanet. Oh ja. Und eigentlich wollten wir nur kurz gucken, ob alles gut ist, aber jetzt hat es halt auch gerade angefangen zu regnen und jetzt haben wir überlegt, dass wir vielleicht uns jetzt einfach schon einen Schlafplatz suchen. Wir müssen ja morgen nochmal hier hin unsere Wäsche abholen, weil die ist erst morgen früh fertig, gegen 11, 12 Uhr. Aber wir suchen uns dann einfach jetzt einen Schlafplatz in der Nähe und ja, dann sind wir erstmal durch für heute. Wir haben noch eben noch lecker Pita gegessen und ja, jetzt nicht alles von der Stadt gesehen natürlich, wir haben vieles jetzt nicht mitgenommen, aber für uns war das jetzt perfekt so, das hat uns jetzt auch gereicht und ja, es war sehr schön, sehr schöne Stadt. Wir haben sie natürlich jetzt auch sehr ruhig wahrgenommen, weil von 14 bis 17 Uhr wirklich Rollern runter, alle Läden zu, es ist wirklich wie um 6 Uhr morgens oder so, vom Gefühl. Ja, war sehr cool, hat uns sehr gut gefallen und jetzt geht's zum Schlafplatz. Guten Morgen! Wir melden uns von einem Schlafplatz direkt am Hafen, den wir gestern nach Kalamata angesteuert haben. Wie ihr hören könnt, stehen wir gerade in einem ziemlichen Sturm. Es war auch so vorhergesagt, deswegen sind wir auch gestern extra in die Stadt rein. Und nicht heute. Aber wir warten ja noch auf unsere Wäsche, die wir in so einer Stunde, zwei Stunden abholen können. Und ja, wir haben, bevor dieses Wetter kam, unter einem Baum gestanden für mehrere Tage, bewusst wegen dem Schatten. Dadurch haben wir aber natürlich unsere Batterie nicht aufgeladen. Das heißt, wir haben jetzt, obwohl die ganze Zeit super Wetter war, eine sehr niedrige Batterie plus dieses Wetter. Das bedeutet, das erste Mal Stromsparen ist angesagt. Ist aber auch ganz witzig, mal zu sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal Strom sparen, weil wir eigentlich nie Strom sparen müssen. Ab übermorgen soll das Wetter auch wieder besser werden, aber wir fahren ja heute auch noch ein Stückchen weiter. Mal gucken, wohin. Ja, aber jetzt gerade melden wir uns vom Gewitterwetter am Hafen in Kalamata. Wenn es so stark regnet, müssen wir aber das auch berücksichtigen natürlich. Wir werden jetzt keine große Tour auf uns nehmen. Nee, genau. Das ist ja bei dem Sturm auch sinnlos. Ja. Jetzt frühstücken wir ganz gemütlich was. Und im Dunkeln wohlgemerkt. Und danach geht es die Wäsche abholen. So, dann wollen wir mal starten die Motoren. Tschüss! Danke für die schöne Nacht, lieber Hafen. Auch wenn sehr viele Hunde gebellt haben. Jetzt geht's zur Wäsche. Frische Wäsche.
So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Kardamili. Das liegt auf unserer Strecke und da das ein Geheimtipp sein soll und wirklich sehr schön sein soll, nehmen wir das auf jeden Fall jetzt noch mit. Wir sind jetzt 5 Minuten vor Kardamili, haben gerade schon einen richtig schönen Blick gehabt auf die Stadt oder das Dorf und wollen jetzt nochmal die Drohne steigen lassen, weil die Straßen hier wirklich sehr schön aussehen. Wünscht mir Glück, denn es sind wirklich sehr kurvige Straßen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, jetzt folgen ein paar Drohnenaufnahmen von dieser wunderschönen Gegend. Jetzt kurz vor unserem Stellplatz für heute und wir wissen jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob wir jetzt heute schlafen wollen oder einfach nur mal kurz die Stadt angucken. Samstag ist eigentlich immer Markttag in Griechenland, manchmal auch Sonntag sogar, aber meistens samstags. Deswegen wäre es eigentlich auch cool, hier morgen mal auf den Markt zu gehen. Dann müssten wir hier natürlich eine Nacht schlafen. Fände ich jetzt aber auch eigentlich gar nicht schlimm, weil Kardamili soll sich ja ziemlich lohnen eigentlich. Also es ist halt ganz klein, aber es soll wohl so ein kleiner Geheimtipp sein, weil es wohl, es liegt halt auch einfach mega krass. Also es sieht ja allein schon von Weitem mega schön aus, wie das hier liegt und sieht einfach super schön aus hier. Es ist echt krass. Ich hatte echt gar keine Vorstellung von dem Peloponnes. Und landschaftlich ist es wirklich mega beeindruckend. Also allein die Straße, die man halt quasi entlang fährt die ganze Zeit. Du fährst halt die ganze Zeit. So Bergstraße sind wir jetzt die ganze Zeit gefahren und ja, du fährst einfach durch eine unfassbar beeindruckende Landschaft. Richtig schön, gefällt uns sehr, sehr gut. Dieser Mix aus Bergen, Berglandschaft und Meer. Richtig schön. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir hier vielleicht nochmal für einen Wanderurlaub herkommen oder so im Herbst, dass man die Berglandschaften einfach noch viel mehr erkundet, weil im Inland sind so viele schöne Gebirge auch, die wir jetzt halt alle nicht mitnehmen, einfach auch ein bisschen Sprit zu sparen und weil wir einfach quasi jetzt ein bisschen eine andere Art von Aufenthalt hier noch machen wollten, weil Berge und Wandern hatten wir ja sehr viel dieses Jahr schon. Aber ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier einfach nochmal für einen reinen Wanderurlaub herkommen oder so. Genau. Ja, jetzt sind es noch 2 Minuten bis zu unserem Stellplatz gleich und dann gucken wir mal, wie wir heute den Tag gestalten. Regnen tut es gerade nicht mehr, obwohl es vorhergesagt war. Mal schauen. Sieht aber auch noch nicht stabil aus, das Wetter. Gucken wir mal. Wir sind gerade am Todesorakel des Poseidon. Jeder ist ein Scherbenhaufen, also das typische Autofenster eingeschlagen. Was richtig Großes an meinen Fuß gepoppt ist, ich habe sowas noch nie gesehen.